Na, schon wieder Griechenland, oder? Mein, die versauen einem jetzt noch den ganzen Sommer hier, oder? Ich wollte der Bundesregierung auch nur kurz Danke sagen für die schauspielerisch und gesichtstechnisch sehr überzeugende Leistung der letzten Tage und Wochen, wo die griechische Regierung wahlweise als dilettantisch, ja, beratungsresistent oder unbelehrbar bezeichnet wurde, ja, und IWF, EZB und Merkel und Schäuble unisono fassungslos waren oder schockiert auch. Weil die Griechen dieses erneute Angebot einfach nicht angenommen haben. Die sind ja verrückt, diese Griechen, oder? Es ist nicht so. Sparen Sie sich dieses heuchlerische Getue, Frau Merkel und Herr Schäuble. Es steht der politischen Klasse nicht wirklich gut an, wenn sie sich zum Handlanger eines neoliberalen Zeitgeistes macht. Lassen Sie uns eine Sache ins Auge sehen, ne? Das Einzige, was Europa zusammenhält, ist die Angst vor dem, was kommt, wenn alles zusammenbricht. Wir sind gar keine europäische Gemeinschaft. Wir sind Gegner oder Konkurrenten, ja. Und das, was wirklich vor die Hunde geht, ist nicht nur Griechenland, sondern auch die europäischen Werte wie Humanität, Zusammenhalt, Solidarität, ja, falls diese Werte nicht von jeher schon Lippenbekenntnisse waren. Griechenland wird die Schulden überhaupt nie zurückzahlen können. Nie. Genauso übrigens wie Deutschland seine Schulden nie zurückzahlen wird, nämlich weil Schäuble schon von einer schwarzen Null spricht, wenn er Zins und Zinseszins bedienen kann. Ja, dann haben wir schon einen ausgeglichenen Haushalt. Ja. Aber um die Zahlung der Schulden geht es da schon längst nicht mehr. Nein, es geht darum, ja, ein Volk zu domestizieren, und zwar die Griechen. Und da beispielhaft nämlich auch die griechische Regierung, eine linke Regierung, die man in diesem Europa der Alternativlosigkeit nicht haben will, weil es sein könnte, dass sie vielleicht Alternativen aufzeigen, weil sie einfach dieses Spiel, ja, um Zins und Zinseszins einfach nicht mitspielen wollen. Ja? Weil wenn Europa nämlich längst nicht mehr das Völkerrecht oder das Menschenrecht gilt, nämlich, sondern die Gesetze des Marktes. Egal, was auf der Welt auch immer passiert, unser einziger Gedanke gilt immer noch, wie werden die Märkte darauf reagieren? Oh Gott, die Märkte, werden sie unruhig werden, diese Märkte? Oder werden sie womöglich am Ende hysterisch werden? Ja, das Kapital, es ist ein scheues Reh. Ja. Es äßt nicht mehr auf morgen betauten Wiesen, sondern ist längst nach Liechtenstein gehüpft. Ja. Es äßt nicht mehr im Schatten der Frankfurter Bürotürme, sondern hat längst eine Briefkasten auf den Cayman Islands. In Griechenland hungern die Menschen und wir haben Angst vor Unruhemarkt. Mehr braucht man über dieses Europa doch nicht zu sagen. Ja, und damit ein herzliches Willkommen hier von der Börse. Wie soll ich sagen, die Lage auf dem Lebensmittelspekulationsmarkt ist mau. Ja, hier hoffen wir auf eine Krise in Griechenland. Und wenn da noch eine Hungersnot in Westafrika hinzukommt, dann steppt auch hier wieder der Bär, dann rollt der Rubel, dann heißt es Gewinne, 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 dann schnalzt das Kamel mit der Zunge. Oder wie wir im Börsenjargon so schön sagen, die halbe Welt stöhnt unter Schuldenlast und uns zerreißt den Beutel fast. Die griechische Regierung soll ein Spiel mitspielen, deren Spielregeln sie nicht mitbestimmen darf. Und das sind die Spielregeln des freien Marktes, die da heißen, friss oder stirb, sonst wirst du fallen gelassen. Als Kinder haben wir immer ein Spiel gespielt, das hieß Reise nach Jerusalem. Das werden viele wahrscheinlich kennen. Da saßen, waren die Stühle so in so einem Kreis. Und alle Kinder saßen da drauf. Es war aber ein Stuhl zu wenig. Und wenn die Musik losspielte, dann rannten alle, mussten um diese Stühle rumrennen. Und sobald die Musik gestoppt hat, da durften sich alle hinsetzen. Und der, der keinen Stuhl bekommen hat, der hatte verloren, der musste nach Hause gehen, ne, zum Beispiel. Und so ist das heute. Ja. So heute spielen im Prinzip die europäischen Regierungen spielen Reise nach Jerusalem. Ja. Ja, es ist ein Stuhl zu wenig, Griechenland steht. Das einzige Problem ist, wenn die Musik anfängt zu spielen, dann steht keiner von denen auf. Die bleiben einfach sitzen und gucken Griechenland an und sagen, na, renn, streng dich halt ein bisschen an. Dann geht's schon. Und ich gebe zu, es ist natürlich schon sehr verrückt, dass mich das Schicksal der Griechen mehr beschäftigt als das Schicksal der Börsianer. Es ist schon ein sehr antidemokratischer Geist, der da durch die europäischen Flure wabert. Mit wem verhandelt da die griechische Regierung? Eine gewählte griechische Regierung. Zum Beispiel mit Mario Draghi, EZB-Chef, der ist nicht gewählt, der war ehemals Vizechef von Goldman Sachs, ganz nebenbei ein Banker halt. Christine Lagarde, eine Juristin, die Chefin vom IWF, ist auch nicht gewählt. Ja. Und Klaus Regling, das ist der Chef des Rettungsschirms, der ist auch nicht demokratisch gewählt. Wir leben in einem Europa ohne Europäer und wir leben in einem Europa, das keine Opposition mehr zulässt zum eingeschlagenen Weg. Eine Demokratie braucht immer eine starke Opposition, weil sie sonst der Diktatur immer ähnlicher wird. Deutschland ist der große Gewinner und der große Profiteur der Krise.
360 Millionen Euro haben die Griechen bis heute an Deutschland an Zinsen bezahlt. Wir sind die Gewinner der Krise und deshalb wird die Bundesregierung alles daran setzen, dass sich die Krise fortsetzt. Wir können in Ruhe abwarten, hat Frau Merkel in einer Bundestagsdebatte zur Griechenland-Krise mal gesagt. Heißt, sich wohlgefällig den Wohlstandsbauch reiben und warten, bis Griechenland ausgehungert ist, ja, und dann einfach darauf hoffen, dass es eine neue Regierung gibt, ja, die kuscht und der man dann die Bedingungen diktieren kann. Ja. Mit demokratischer Kultur hat das aber überhaupt nichts zu tun. Ja. Griechenland ist arm, aber wir sind es auch wenn wir finanziell reich sind. Ja. Die Idee von Europa, die ist längst tot. Mit nur einem Klick kannst du den Denkfunk abonnieren. Hol dir dein Willkommensgeschenk ab. Freue dich auf prominente Gäste beim Denkfunk-Festival. Denn Denkfunk braucht dich, damit wir mehr erreichen, mehr informieren, Mehrwert schaffen.